Herzlich willkommen zu unserem Video Rovigné Teil 2. Erneut fahren wir mit unseren Bikes der Hauptstraße entlang nach Rovigné. Während die Inge jetzt beim Friseur ist, genieße ich hier einen Cappuccino. Während der Hauptsaison ist es natürlich nicht möglich, mit dem Fahrrad durch die Hauptstraßen von Rovigné zu fahren, aber in der Nebensaison und zu Corona-Zeiten ist so gut wie alles möglich. Wie sie eine neue Frisur kriegt, ne? Schön, gell? Hepp wieder, jetzt kann der Friseur in Deutschland so wieder zumachen. Und jetzt gehen wir. Berg. Der Weg hinauf zur Basilika Sancta Eufemia ist gepflastert mit wunderbaren Gaststätten und kleinen Geschäften. Auch Rovigné hat kristallklares Wasser um sich herum, so wie wir es überall in Kroatien kennen. Die Basilika Sancta Eufemia wurde um 1725 gebaut. Egal von welchem Punkt aus, überall sieht man aufs Meer und es ist ein fantastischer Ausblick. Camping. Das ist gut. Kiffi. Ciao.
Das ist Rommel natürlich einfach nicht gleich. Das ist noch 10 Jahre Garantie. Oh, ja. Guck mal, zwei. Die Bibel schreibe, ein Tag, das ist 100 Jahre und 100 Jahre ist ein Tag, die leben. Ja, die Hunde leben. Die heilige Euphemia war ein junges Mädchen, das im Jahre 290 geboren wurde und als junges Mädchen schwer gefoltert und den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurde. Trotz grässlicher Folter hat Euphemia ihrem christlichen Glauben nie abgeschworen, weshalb sie heute als Schutzpatronin von Rovigne gilt. Hier beginnt die wunderbar mediterrane Gasse der Künstler und Maler mit vielen wunderbaren Ateliers. Leider sind zu Corona-Zeiten nicht alle Ateliers und Läden geöffnet. Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn man sieht, dass wir so gut wie die einzigen Touristen sind. Nach einer anstrengenden Kirchenbesichtigung des Kirchturms und der Kirche St. Euphemia sitzen wir hier nun wunderbar direkt am Meer und genießen jetzt gleich einen Lachssteg. Mensch, ist das ein Platz zum Essen. Ja, da haben wir gerade gesessen und gegessen. Sehr schön. Ein schöner Tagesausflug geht zu Ende. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Tschüss!